Hallo und herzlich willkommen zu diesem fünften YouTube-Video zum Thema Transportfieber 2 und meiner Berliner Ringkarte. Und heute soll es ein bisschen um das Thema Performance gehen. Deswegen habe ich euch oben ein paar Daten eingeblendet, dazu gleich mehr. Ihr seht, dass mein Arbeitsspeicher derzeit 5 GB benutzt von meinen 32, die ich habe. Wir 144 Frames haben. Das liegt daran, dass ich einen FreeSync 2 Monitor habe, der eben 144 Frames maximal darstellt. Und Grafikkarte und Prozessor dümpeln so bei 50 Grad rum. Und von der Grafikkarte der Arbeitsspeicher, die hat 8 GB, ist auch noch nichts in Anspruch genommen. Laden wir mal das Spiel. Und die neue Version wird heißen Berliner Ring Mods, weil ich dort erstmals jetzt auch ein paar Mods drin habe, die ihr dann auch runterladen müsst. Alle gibt es auf Transportfieber.net, so heißt es, auf der Webdisk. Und im Wesentlichen sind zwei Stück, beide vom Enno, vom IAT 1963, nämlich einmal sein Spitzkehren-Paket und einmal den Ringlop-Schlockschuppen. Die finde ich beide ganz schick. Außerdem habe ich ja die Tiere runtergeschmissen von meiner Karte und ich habe diesen No-Cost-Mods von Urban Games drin, weil sonst kann man das alles gar nicht bezahlen, was ich hier so zusammengestrickt habe. Also starten wir mal das Spiel und schauen ein bisschen oben links auf besagte Daten und gucken uns mal an, wie das so ist mit der Performance, denn es gibt ja permanent in den Foren, auf Steam, in den Diskussionen dieses Thema, dass eben das Spiel abstürzt ohne Meldung, dass es total ruckelt und und. Ich muss sagen, mich hat das nicht überrascht, weil Train Fever hat schon geruckelt wie Sau und Transportfieber auch. Warum sollte es jetzt anders sein? Warum sollten die Schweizer das jetzt gelernt haben? Hä? Wie das so geht. Also, das Lustige ist folgendes: Wir starten das Spiel, wir laden das Spiel und schwuppdiwupp nimmt er sich plötzlich 16 Giga von meinen 32, also die Hälfte von meinem Arbeitsspeicher, einfach so für dieses Standbild. Hallo? Und die Grafikkarte auch 5 von ihren 8. Ja, supi, toll. Ne? Freunde, kann doch nicht wahr sein. Wir kaufen uns mal ein Auto, also einen Zug, und lassen es krachen und nehmen hier gleich mal den ICE, wenn schon, denn schon, und setzen ihn auf meine ICE-Strecke. Das ist eine virtuelle Strecke, die es eigentlich so gar nicht gibt. Ich muss mal ein bisschen. Ich treffe den nie. Muss ein bisschen ranzoomen. So. Dieses ist übrigens. Und an. Dieses ist übrigens einer von Ennos Prellböcken, in dem sich ein Depot versteckt. Und mir gefällt, dass er jetzt durch Einbindung der API, der Common API 2, auch die Auswahl hat, dass man eben diese Prellböcke oder den Ringlokkuppen auch mit den Hochgeschwindigkeitsgleisen und auch mit einer Oberleitung versehen kann, gleich wenn man ihn kauft. Das finde ich klasse, weil ich habe natürlich hier Hochgeschwindigkeitsgleise in dieser Version meiner Berliner Ringkarte 2020, klar. Und deswegen habe ich die normalen Lokschuppen, die Vanilla-Lokschuppen, alle rausgeschmissen, weil da dieses Gleisansatzstück eben nicht in dieser hellen Textur, sprich Hochgeschwindigkeitsgleis ist. Das ist zwar völlig peng, weil die Züge da sowieso ganz langsam rausrollen, aber ich habe es halt gern einheitlich, also designtechnisch. Und bei diesen normalen Vanilla-Lokschuppen kann man ja dann später eine Hochspannungs-, also eine Oberleitung nachrüsten, aber ein Hochgeschwindigkeitsgleis nicht. Also, liebe Schweizer, ha, wieder nur die Hälfte gedacht. So, jetzt rollt er hier so langsam los und wir sehen, ja, dass wir jetzt mal auf schnell schalten. Und jetzt fängt es an zu ruckeln. Das ist jetzt nicht eure Internetverbindung, es ruckelt einfach. Aber die Framerate, die ist halbwegs noch so bei 60. Die bricht nicht ein. Das heißt, es ruckelt hier was anderes. Nicht die Grafikausgabe. Ja. Ja.
Ach so, jetzt haben wir überall hier diese blöden Anzeigen da, die muss man eben kurz ausmachen. Das will ich alles gar nicht sehen, was das kostet, kann ich eh nicht bezahlen, schon klar. So, wenn wir also jetzt hier in der normalen Ansicht von oben sind, ich zoome noch mal ein Stückchen zurück. So, dann haben wir so im Schnitt 60, eine 60er Framerate und das ist für so ein Spiel auch völlig okay. Ist ja kein Shooter, kein Ego-Shooter, wo es auf jede Mikrosekunde ankommt, damit der andere vor mir stirbt. Ja, also 60 ist okay. Und wenn ich auf die Cockpit-Kamera gehe, dann habe ich sogar eine bessere Framerate. Hier jetzt von 100, wie ihr oben links seht. Warum? Weil dieser Bildausschnitt, den wir jetzt hier sehen, natürlich viel weniger Elemente, viel weniger Grafiken hat, als die totale von oben. Denn hier muss jetzt das Programm viel weniger rendern. Ja? Im Wesentlichen in diesem Fall jetzt nur diese dösigen Hochspannungs-Oberleitungsmasten, die irgendwie alle 5 Meter stehen. Was ich auch nicht wirklich glaube. Aber gut, ich muss dann nochmal morgen aus dem Fenster gucken, wenn ich hier in der S-Bahn sitze in Berlin, ob das wirklich so ist. Gehen wir mal wieder in die Totale. Und wenn jetzt nichts zu sehen ist wie hier, dann bleibt er auch bei 100 FPS. Wenn ich jetzt allerdings rauszoome, Boing 30, ich habe da gerade gesehen, bei 31 war er. Ja, da muss er jetzt ja ganz viel rendern. Oder wenn ich jetzt in so einen Bahnhofsbereich reinfahre, guck mal, 49, 48, 47, 45, da geht er runter. Das ist aber auch im Prinzip okay. Nur, dass er ruckelt, obwohl er mir 60 Frames anzeigt und trotzdem stottert, das ist mal gar nicht okay. Nur, das hat jetzt nichts mit eurer Grafikkarte zu tun oder gar mit eurem Prozessor, ja, mit eurer CPU. Ihr seht ja hier oben links, die sind immer noch nur bei 60 Grad, ja. Wenn ich die Heizung ausschalte, gehen sie runter auf 50. Ja. Auch von der Auslastung her, hier die GPU bei 60%, also die 50%, die ist nur zur Hälfte beschäftigt. So. Aber RAM, also Arbeitsspeicher, sowohl das Video-RAM der Grafikkarte, die hat 8 Gigabyte bei mir, das ist eine Nvidia RTX 2070, also nicht jetzt das 2000-Euro-Teil, aber auch gar nicht so schlecht. Und von ihren 8 Giga, die sie hat, hat sie gleich schon mal 7 verbraucht. So. Und beim Arbeitsspeicher, beim RAM, da waren wir ja bei 16 gestartet für Standbild. Der läuft auch immer weiter hoch. Ja. Und wenn wir jetzt noch eine halbe Stunde weiterspielen würden, der geht immer höher. Auf 17, auf 18, auf 19. Das heißt, das Problem ist, dass Arbeitsspeicher sowohl im Videorahmen als auch das normale RAM-Arbeitsspeicher nicht sauber adressiert wird, weil er nichts freigibt. Ja, weil wenn ich jetzt nämlich die Ansicht wechsle und gleich über die grüne Wiese fahre, dann braucht er den nicht. Und dann muss er ihn eben wieder freigeben. Aber die Schweizer geben das nicht her. Die tun das nicht. Ja. Ja. Ich habe mir übrigens noch die Kerne angeguckt. Ich erinnere mich dunkel, dass in Tränenfieber es das Problem gab, dass die Kerne, damals gab es ja noch keine 8 oder 12 Kerne, damals war 4 Kerne das Maximum. Und dass von den 4 Kernen irgendwie nur einer überhaupt adressiert wurde, der war auch Vollanschlag. Und Kern 3 und 4 waren bei 0 oder so im Leerlauf. Ja. Das ist jetzt okay. Also die Kerne werden alle adressiert. Von der CPU her sage ich mal gar nichts. Das läuft alles sauber und meiner CPU, das ist halt hier so ein Intel 8-Kerner, 9700K oder sowas, wird nicht mal warm. Ne? Gut, 60 Grad, ja, okay. Also ab 80 reden wir von warm. Ne? Ist also nicht das Problem. So, ihr seht jetzt wieder, dass hier in dieser Cockpit-Perspektive wir jetzt über 100 Frames sind. Und zwar stabil über 100 Frames. Und wahrscheinlich kommen wir gleich noch auf 144. Trotzdem ruckelt's manchmal, so mikromäßig.
Ich kann mir vorstellen, dass wenn ihr einen mittelprächtigen PC habt, ja, also ich sag mal einen Vierkerner, der vielleicht schon 3, 4, 5 Jahre alt ist und nicht die 1000er, 2000er Grafikkarte, sondern noch eine 900er, ja, die dann eben auch nur 3 oder 4 Gigabyte Videoraum hat. Guck mal, hier ist nur noch grüne Wiese und er ist bei 144 Frames. Prima. Ja. Und wahrscheinlich ruckelt er gleich trotzdem, wenn er umdreht. Also wenn ihr so einen mittleren habt, dann werdet ihr eben in der totalen, hier in dieser Ansicht. Achso, Moment, jetzt kommt hier gerade der Tunnel. Guck mal, im Tunnel geht die Framerate auch runter. Und zang, auf 14 waren wir. Ha, super. Für nur eine Sekunde. Das heißt, der bricht wirklich immer nur zack einmal ein. Der bleibt dann nicht da für eine Minute oder so, ja, sondern der geht immer zack einmal kurz in die Knie. Das führt aber dazu, dass das Bild stottert. Ja. Ich will nicht sagen einfriert, aber eben zack stottert und das ist nicht sehr schön und das Gegenteil von einem flüssigen Spielverlauf. Ja. So, schaut mal aufs RAM. Jetzt sind wir schon bei 17,5. Und der saugt sich immer mehr rein. Und wahrscheinlich könnt ihr euch, ich weiß nicht, 128 GB RAM in euren Computer stecken. Nimmt er auch. Ohne Sinn und Verstand. Und ruckelt wahrscheinlich auch damit. Ich weiß es nicht. Okay, also wie auch immer. So sieht es aus. Und ich glaube, dass man eben, egal wie gut die Hardware ist, einfach bauartbedingt von dem Spiel her, das nicht wird verhindern können, dass es diese Ruckler gibt und dass es diese Einbrüche der Bildrate gibt, auch mit der besten Grafikkarte und ich weiß nicht was. Ja. Es ist irgendwie der Wurm drin und der ist schon seit den Anfängen drin. Und jetzt haben wir auch noch ein Autosave. Dann bleibt es mal richtig stehen, weil Autosave im Hintergrund, nein, das geht ja, wäre ja was ganz Neues. Nein, das kennen wir nicht in der Schweiz. Okay, ich höre jetzt auf mit meinem Defetismus. Ich werde noch ein bisschen weiterbauen hier bei meiner Berliner Ring-Mod-Version. Mal ein kleiner Überblick. Also ein paar Bäume haben wir gepflanzt, die Dörfer sind soweit auch alle da, es ist komplett alles neu aufgebaut und es gibt keine Tiere mehr auf der Karte, hurra, und die Menschen haben auch wieder die richtige Kleidung an und ich werde noch ein paar Buslinien einrichten, damit die Dörfer dann auch etwas wachsen können und die Fußgänger auch zum Bahnhof kommen, die hier rumflitzen. So. Sieht es aus und dann wird das in den nächsten Tagen irgendwann auch den Weg auf die Webdisk finden. Bis dahin weiterhin viel Spaß mit Transport Fieber 2, trotz allem. Euer Yogi, ciao.